Hallo zusammen und willkommen auf dem Kanal von ATEC. Heute beschäftigen wir uns mit dem induktiven Laden von Elektroautos. Das mag utopisch klingen, aber die Forschung entwickelt sich in diese Richtung. Für die meisten von uns ist es selbstverständlich, dass wir unsere Telefone aufladen können, ohne sie an eine Steckdose anschließen zu müssen. Aber was wäre, wenn wir unsere Autos aufladen könnten? Auf die gleiche Weise. Ihr müsstet nicht mehr daran denken, euer Elektrofahrzeug anzuschließen. Wenn ihr zur Arbeit kommt oder nach Hause fahrt, könnte euer Auto, ohne dass ihr daran denken müsst, immer aufgeladen und abfahrbereit sein. In den letzten 2 Jahren wurden in diesem Bereich viele Fortschritte erzielt. Das Aufladen per Induktion gibt es schon lange. Das Aufladen eines Elektrofahrzeugs ist jedoch eine ganz andere Sache. Wir sprechen vom Aufladen mittels magnetischer Resonanz. Und das ist es, was das Unternehmen Y-Tricity für Elektrofahrzeuge entwickelt hat. Alex Grusen, dem Geschäftsführer von Y-Tricity, ist Magnetresonanz eine Möglichkeit der drahtlosen Energieübertragung, die auf induktiver Ladung basiert. Der Plot auf dem Boden und der Empfänger, der in das Auto eingebaut ist, sind beide auf die gleiche Frequenz um 85 kHz eingestellt, damit es funktioniert. Jeder von ihnen ist ein sehr effektiver harmonischer Resonator. Die Energie bewegt sich effizient zwischen den beiden. Anders als bei der herkömmlichen Induktion haben alle Verschiebungen oder falsch vorgenommenen Einstellungen keine Auswirkung auf die magnetische Resonanz. Die Frage ist, ob dies auch in der realen Welt der Fall sein wird. Die großen Hindernisse für die Markteinführung des drahtlosen Aufladens waren die Ratifizierung eines Standards. So arbeitete Y-Tricity mit SAE International an der Norm J2954 für das drahtlose Aufladen. Es dauerte nicht weniger als 10 Jahre, um die aufgeworfenen Probleme zu deblockieren. Daher hat sich Y-Tricity in den ersten Jahren seines Bestehens hauptsächlich um den Technologietransfer und die Lizenzierung gekümmert. Es war jedoch immer das Ziel, dass im Zuge der Marktentwicklung Fahrzeuge mit dieser integrierten Technologie auf den Markt kommen würden. Y-Tricity wird seine eigene Produktlinie als Proof of Concept auf den Markt bringen. So haben sie bereits bestehende Elektrofahrzeuge mit drahtlosem Aufladen ausgestattet. Sie haben unter anderem am Ford Mustang Mach-E und am Tesla Model 3 gearbeitet. Es ist schwierig, ein Upgrade für ein Auto zu entwerfen, das ursprünglich nicht mit dem drahtlosen Aufladen im Hinterkopf konzipiert wurde. Man muss den verfügbaren Platz berücksichtigen und in der Lage sein, die Ladestation und die Ausrüstung unter dem Auto zu verbergen. Nicht zu vergessen sind die Sicherheitsprotokolle des Ladesystems im elektrischen System. Während das Auto aufgeladen wird, haben sie eine Software implementiert, die verhindert, dass die externe Ladetür geöffnet wird. Und das aus gutem Grund. Sie steht technisch gesehen unter Strom, auch wenn sie nicht physisch angeschlossen sind. Wenn Sie einfach den Hebel ansetzen, um die Tür zu öffnen, schaltet sich das drahtlose Ladesystem automatisch ab. Dennoch entwickelten sie unabhängig für den Sekundärmarkt Nachrüstsätze. Ihr Kerngeschäft bestand jedoch immer darin, den Autoherstellern die Möglichkeit zu geben, das drahtlose Aufladen von Grund auf neu zu konzipieren. Zu diesem Zweck haben sie sich mit Hyundai für den Genesis GV60 zusammengetan, der derzeit in Südkorea erhältlich ist. Die in das Auto eingebauten Bildschirme und Kameras werden genutzt, um den Fahrer zur richtigen Ladeposition zu führen. Das Auto parkt und lädt sich selbst auf. Nach dieser ersten erfolgreichen Partnerschaft sind sie derzeit dabei, weitere Partnerschaften aufzubauen. Da sie bereits in den Tesla Model 3 integriert sind, mussten sie einen zweiten Bildschirm hinzufügen, um dem Fahrer ein Echtzeitfeedback zu geben. All dies ist jedoch Zukunftsmusik und nicht die endgültige Benutzeroberfläche. Im Moment konzentrieren sie sich auf die Funktionalität. Am beeindruckendsten ist, wie präzise die Polster millimetergenau ausgerichtet sind. Natürlich werden sie keine Millimeterablesungen im Endprodukt zeigen, das ist nur für die Entwicklung. Aber sie können sehen, dass es bei der Ausrichtung eine ganze Menge Spielraum gibt. Bei den Ladegeschwindigkeiten ist es vergleichbar mit dem, was Sie zu Hause bekommen. Es ist ein 11 Kilowatt Ladegerät, das dem Auto etwa 56.327 Kilometer pro Stunde hinzufügen kann. Aber es gibt noch einen wichtigen Punkt, der bezüglich der Geschwindigkeit und Effizienz des Ladevorgangs angesprochen werden muss. 11 Kilowatt sind nicht die Grenze der Magnetresonanzladung. Es ist die Grenze des Verbrauchsmodells mit dem Gebäude und der Befreiung. Lösungen mit höherer Leistung werden für die letzte Meile, Kleintransporter für die mittlere Meile, LKW für den Pendelverkehr und für Transitbusse entwickelt. Es geht darum, das System für einen bestimmten Anwendungsfall zu konzipieren. Wenn Sie einen Anwendungsfall für das Aufladen für häusliche oder gewerbliche Zwecke anvisieren, sind 11 Kilowatt ein hervorragendes Ziel. Sie können sich jedoch nach Anwendungsfall ändern.
Was die Effizienz betrifft, so kann diese schwer zu bestimmen sein. Wenn man den gesamten Systemkreislauf vom Wechselrichter bis zur Batterie berücksichtigt, liegt die Effizienz bei etwa 92%, was in etwa der Effizienz des kabelgebundenen Aufladens entspricht. Es gibt zwei weitere Anwendungsfälle, die durch diese Technologie freigeschaltet werden. Das selbstständige Parken und Aufladen von Autos sind die Bereiche, in die das Ganze in Zukunft gehen wird. Wenn ihr euch erinnert, vor einigen Jahren experimentierte Tesla mit einer schlangenähnlichen Roboterladung, die sich automatisch in euer Auto einklinken konnte. Es handelt sich dabei um eine ziemlich komplizierte Lösung mit vielen beweglichen Teilen, die neben der Wartung auch ausfallen kann. Mit dem drahtlosen Ladesystem können diese Probleme vollständig vermieden werden. Der zweite entsperrte Punkt ist die Verbindung des Fahrzeugs mit dem Netz. Die Elektrofahrzeuge, die auf den Markt kommen, unterstützen das bidirektionale Laden. Ihr könnt also euer Haus von einem Ford Lightning LKW aus mit Strom versorgen, wenn der Strom ausfällt. Das einzige Störende am Fahrzeugnetz ist, dass ihr daran denken müsst, euch einzustecken, um einige Vorteile zu genießen. Jenseits der Stromausfälle müsst ihr euch mit dem bidirektionalen drahtlosen Laden nicht nur nie Sorgen machen, dass ihr vergesst, euer Auto aufzuladen, sondern es stellt auch eine Notlösung für euer Zuhause dar. Für die meisten Menschen gilt, wenn die Autobatterien vollgeladen sind, schließt ihr das Auto nicht an. Und hier ist V2G am nützlichsten, denn selbst wenn es nicht angeschlossen ist, können die Batterien laden. Was ist mit den Kosten des Systems? Der drahtlose Energieempfänger, der auf das Auto geht, kostet heute ungefähr so viel wie ein Onboard-Ladegerät. Das heißt zwischen 500 und 700 US-Dollar für einen Autohersteller, um ihn in das Auto einzubauen. Aber es scheint möglich zu sein, diese Kosten auf einige 100 Dollar zu senken. In ein paar Jahren wird es also so sein, als würde man sein Haus umbauen, wenn man sein Auto mit einem drahtlosen Ladegerät ausstattet. Es gibt jedoch viele Fragen zur Sicherheit des Systems. Zum Beispiel, was passiert, wenn ihr eine Katze habt, die gerne unter euer Auto krabbelt? Auch das kann etwas schwer zu verstehen sein, weil das System mit einer niedrigen Frequenz arbeitet, die sehr sicher ist. Es beruht auf demselben Prinzip wie das Induktionskochfeld. Es gibt also eine Reihe von Sensoren, um zu bemerken, wenn ein Metallobjekt in der Nähe der Platte ist, schaltet es sich aus. Dasselbe gilt für eure Katze. Wenn sie sich der Platte nähert, die die Ladung überträgt, schaltet sich das System aus. Wann werden wir also das drahtlose Aufladen unserer Elektrofahrzeuge in die Hände bekommen? In einigen Regionen ist es bereits auf dem Markt. Aber warum versucht Y-Tricity mit neuen Partnerschaften zu beschleunigen? Im Juni letzten Jahres investierte Siemens 25 Millionen US-Dollar in Y-Tricity, um bei der Beschleunigung der Einführung zu helfen. Und sie sehen diesen Markt als einen Milliardenmarkt. Angesichts der Trägheit der Automobilindustrie könnte es jedoch noch einige Jahre dauern, bis sich dieser Markt signifikant entwickelt. Wenn euch unser heutiges Thema gefallen hat, zögert nicht, dieses Video zu liken. Um in den Genuss weiterer Videos dieser Art zu kommen, abonniert den Kanal. Und vor allem, hinterlasst uns Vorschläge für unsere nächsten Themen. Aktiviert die Benachrichtigungsglocke, um zu den Ersten zu gehören, die unser nächstes Video sehen. Und wir sagen bis bald auf ATEC.